Du poist mal nach hinten. Alter. Natürlich fängst du mit dem an, Alter. An der Hack oder wie das Ding heißt. Natürlich fängst du damit an. Aus you can, Alter. Weil ich würde gerne mal Temtem sehen. Wobei, eigentlich ist es ja besser, wenn ich keine Temtem sehe, weil ich gerne eh keine Temtem sehe. Normales Temtem hier. Ist doch cool, oder? So, zweimal. Zack, zack. Wir haben versuchen sollen, dich zu fangen, aber ich glaube, so sieht das Temtem nicht, weil zumindest laut Wiki ist das so, dass das nicht, dass das die gleichen Routen sind. Okay, das linke sieht aus wie ein Kampf-Temtem, würde ich jetzt behaupten. Shaolin. Probiere Wengs zu fangen, aber ich glaube, es wird nicht funktionieren, weil Temtem das ganze Gebiet als eine Route sieht. Ja, genau. Oh, du bist digital. Wisst ihr, was ich meine? Die beiden hätte ich vorne nie gesehen. Und das ist das, was ich in den... Zumindest in der Nutzlocke schwierig finde. Jetzt in der Random-Locke weiß ich noch nicht, ob ich es schwierig finde, weil hier ist ja alles random. So, aber ich hätte halt sonst zumindest hier nicht Temtem fangen können. Die mir im normalen Bosskampf, im normalen Dojo-Kampf, wie es hier heißt in Temtem, geholfen hätten. Ach komm. Und das finde ich dann so, ja. Das ist ein Trianich hier, es heilen. Und das ist halt so, was ich dann in den Locken, oder in der Random-Locke schwieriger als in der, in der Nutz-Locke schwieriger als in der Random-Locke finde. Aber ja, gucken wir einfach mal. Also ich würde den Trainerkampf da oben, läufst du hier rum, komm, kämpf gegen mich. Ich würde den Trainerkampf nämlich gerne noch mitnehmen, weil das ist immer gut XP. Und dann guck, ich war. Digital Temtem. Und ich habe meinen Digital Temtem nicht dabei. Guck mal, wo ich wechsle. Na, Gott. Das war, du hast ziemlich easy auf den Sack gekriegt. Das war erfrischend. Ja, okay, jedem der sein eigener Fetisch. Guckt sie eigentlich hin? Nach links. Oder die Pet. Mal Plattikett. Das Problem ist nur, Plattikett ist ein ziemlich beschissen für Kuhburg. Die Kuh wollen wir rausnehmen. Oh, schöne Feuerattacke. Ich habe das Gefühl, ich kann Turok drin lassen. Muss nur Sherald wechseln. Das Problem ist, du bist Natur.
Und so waren es nur zwei Temtems. Das ist. Ja, gut, das ist halt random, ne? Hätte ich heilen sollen? Oh, zwei Temtems verloren, schade. Ärgert mich. Wobei. Ich weiß nicht, was mich mehr ärgert. Chubby oder jetzt das. Das Kristall-Temtem. Sherald. Na, gucken wir mal. Übrigens. Wir werden jetzt nicht so lange probieren, bis wir durchkommen. Ich sag mal so, wir werden noch. Also, wenn wir jetzt. Vor dem Dojo. Oder vor dem ersten größeren Bosskampf verlieren sollten und keine Temtems mehr haben. Ja, dann. Dann fangen wir halt nochmal neu an. Ist okay. Aber. Anatan, ja, fast. Aber. Sollten wir schon auf der nächsten Insel sein und wir verrecken dann. Dann ist auch gut. Also dann werden wir dann nicht nochmal von vorne anfangen. Dann machen wir lieber mal eine Random-Locke. Eine Nutzlocke. Oder ein. Wir brauchen halt so viel KP, ey. Oder dann machen wir lieber eine Nutzlocke. Oder einen Speedrun. Wobei das Problem mit Speedrun halt ist, dass ich die Temtems zu wenig kenne. Also wir werden jetzt auf jeden Fall ein bisschen Temtem-Content bringen. Ach Gott. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen Temtem-Content bringen. Aber gucken wir mal, welches vielleicht. Ja, es ist vielleicht einfach Speedrun. Ich habe halt keine Ahnung von Temtem. Also eine ist falsch, aber. Nicht viel Ahnung von Temtem. Das könnte halt dann noch interessanter werden. Ach schade, Schubi und Scherer sind wirklich ein guter Tascherer. Ziemlich nice Attacke. Ach Mann. Ärgert mich. Ärgert mich. Aber ja, wie gesagt, wir werden jetzt nicht hier dauernd Dings neu anfangen. Endlich dauern neue Temtems anfangen. Das wollte ich gar nicht. Oh, ich habe nur noch zwei Temtems. Lasst mich doch in Ruhe. Nein, Mann. Wo ist denn der? Da ist mein Rucksack. Yo, Mama. Weißt du, das längste ist, glaube ich, auch digital, kann das sein? Das ist so eins der ersten digitalen Temtem. Das ist voll digital irgendwie so, so blitzdigital irgendwie so. Okay. Das war okay. Problem ist, dass ich auch keine Ahnung habe, was es da die ganze Zeit macht. Schrecken, unaussprechliche Albträume. Ich kann natürlich nur einem. Ja, okay, ich habe gerade nichts, was einschlafen kann, ne? Wasserschneiderlinie, ja. So hübsch wie venezianische Wasserlinie, nur viel tödlicher. 34, ey. Kann ich auch nicht gebrauchen, ja. Netter Tank, aber I can't. Ja. Muss halt noch ein bisschen leveln, ja.
34 bei 28 und ich kenne nicht wirklich die Trades der Temtem, welche Temtem was ist. Nee, zu gefährlich. Kämpfst du nicht irgendwie? Ah, okay. Habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht mal sowas gegen. Komm, knuffeln. Geschwindigkeit ist runter. Gut, danke, dass du dich selbst umgebracht hast. Gibt's noch mal einen Knuffler für Sparsi, noch mal eine Digitalpeitsche. Ist doch fucking knapp. Ich ist in der Stadt. Ja. Komm, muss ich mir das jetzt geben? Ich will heilen. Übrigens, das ist die erste Dojo- oder Arena-Leiterin. Ich bin zu alt für diese Story. Wette, ich kann da eher hin als du, du Versager. Ja. Was ist falsch mit dir? Achso, habe ich ja schon gemacht. Jetzt müsste ich hier meine Flasche kriegen, richtig? War das jetzt gescriptet, weil ich ja randommäßig die Temtem sehe? Übrigens, jetzt müsste eine neue Route anfangen. Halt. Na, ihr versteht, was ich meine. Ja, das ist also einfach
Okay, das ist gescriptet, beziehungsweise sie haben die Sachen rausgenommen, weil du die ja nicht fangen kannst, beziehungsweise weil es random ist. Okay. Finde ich gar nicht so schlecht. Okay, ja, die kriegst du. Okay. Ich habe gedacht, du müsstest gegen jeden kämpfen, aber anscheinend war die mal anders, die Quest oder so. Natürlich. Also, ich muss fairerweise sagen, ich bin gerade ein bisschen überfordert und ich habe auch nicht im Kopf gehabt, dass die Story so kindisch war. Ey, gut. Wie gibt es hier irgendwas zu looten? Nee, ne? Ja, aber zu der Quest. Yusuf Watcher. Nein. Nein, aber ich kann sie nicht wie. Ja, okay. Ich glaube, die sind ganz links, ne? Da brauche ich das Surfbrett, wenn ich mich nicht komplett irre. Yes, sie sind links, da brauche ich das Surfbrett. Dafür muss ich die, wie hieß sie, Sophia? Ich möchte nichts Falsches sagen, besiegen. Hast du da einen Taco auf dem Kopf? Na, der Gedere 9. Bäcker. Mann, geh doch noch mal raus, wenn ich da drauf drücke. Und nicht wieder rein. Warum können die eigentlich alle nichts selber tun? Ach so, wo kann ich Quests auswählen? Da, Aufgaben. Die brauche dich gerade nicht. Ich will dich gerne haben. Achso, in Turkise. Okay, das ist ähnlich hier. Da unten habe ich noch eine Quest vergessen. Haben wir da gekämpft oder so? Warum habe ich die Quest da vergessen?
werde auch gleich. Warum, Spiel? Warum? Du bist ja schlimmer als Pokémon. Ich habe gedacht, Pokémon ist nur für 10-Jährige gemacht. Auch behalten können. Gucken wir mal realistisch. Paro Stufe 1. Ich guck mal ganz kurz. Ich mach mal eine kurze Pause und ich gucke mir mal die nächste Route an. In Anführungsstrichen. Dann sind wir gleich wieder da. Gut. Ich benutze einen Duft. Das Problem ist, um das jetzt mal kurz zu erklären, weil es geht ja nach Schritten, der Duft müsste eigentlich nach Schritte gehen. Also, das alles ist die Route. So, jetzt ist aber das Problem, Temtem ist nicht in Routen aufgeteilt, sondern in Areas. Das heißt, die Route. Hier eine Area mit verschiedenen Temtems. Hier verschiedene Temtems. Hier, ich habe das gerade noch nachgeguckt. Hier, glaube ich, verschiedene Temtems. Hier 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 verschiedene Temtems. Und hier verschiedene Temtems. Und zum guten Schluss hier verschiedene und Wasser. Verschiedene Temtems. Und deswegen macht das mit den Locken für mich so ein bisschen wenig Sinn. Gucken wir mal. Ich will mit dem Duft jetzt doch gerne, na shit, so weit wie möglich kommen und würde so spät wie möglich gerne Temtems fangen. Weil ich hoffe, dass einfach spät gute Temtems, in Anführungsstrichen gute Temtems da sind. Das ist halt so, was ich in der Nutzrocke dann ein bisschen schwierig finde. Ich meine, sobald du... Hit. Sobald du, sag mal schnell, sobald du den Duft hast, ist es ja okay. Aber... Ja. Ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen schwierig. Das ist übrigens eins der geilsten. Das müsste ein Arcani sein, meiner Meinung nach. Reiber. Ne? Ah, ich muss Reiber töten. Wird kein Weg dran vorbei. Ich finde es nicht schlecht. Wenn ich mir das im Pokémon-Style vorstelle, Reiber, schon nice. Es nur noch nicht. Natürlich habe ich gewonnen. Ich bin ja auch der Pokémon-Champ, Temtem-Champ.
Ich weiß nur noch nicht, ob ich ihn nur ganz hier oben, ganz hier Temtems fange. Weil hier gibt es zwei Temtems, die jeweils so eine Chance von 50-50% auftauchen. Hier gibt es zwei Temtems, 1,80%, 1,20%. Wenn die das in der Random Lock genauso beinhalten, ist die Chance hier unterschiedlich Temtems zu sehen höher. Deswegen glaube ich, hole ich hier welche. Gucken wir mal. Ich will auf jeden Fall so weit wie möglich mit meinem Duft kommen, bitte. Ich will auch gerade nicht weitergehen oder sonst irgendwas. Ich will nicht unnötig kämpfen. So viel dazu. Will nicht wissen, was du gelernt hast. Das ist so ein Kaffee muss. Ziemlich sicher, dass ich hier muss. Ich muss Platox tot kriegen. Oder die Weiterentwicklung vom Platypet. 25% LP. Nice, Plato ist tot. Aber ja, ich glaube, wir machen das so. Es ist, ich sag mal so. Verdammt, da bin ich vergiftet. Ich sag mal so, egal wie es jetzt ausgeht, ich muss Salben kaufen. Wir werden, wenn wir jetzt hier sterben, wir machen alle drei einfach mal durch. Alle drei Spielmodi. Ich glaube, das ist okay. Und ihr könnt mal sagen, ob ich vielleicht ein bisschen groß in der Cam bin im Bild. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen groß. Ich kann auch immer noch die Flasche benutzen. Aber ich mache mich vorher mal ein bisschen kleiner. Das Gefühl, ich war ein bisschen groß. Aber wie kann. Gibt es keine Schnellteste für die Flasche? Ja, die ist zwar jetzt leer, aber ist egal. Ich kann immer noch zurückgehen und heilen. Und ich kann noch durchrennen zur nächsten Stadt. Ich glaube, so viele Kämpfe kommen nicht mehr. Das ist nicht schlecht, dass du gute Kombi führst. Ich muss sie nur töten. Ist okay. Digital rettet mich. Wasserwerf. Ach komm, das hat 13 nicht getötet. Also wo ist die Weiterentwicklung von Reiber? Von dem Akane, von dem Fukano. Oh was? Das macht doppelten Schaden? Hätte ich nicht gedacht. Ich frage mich, ob ich jetzt eben zurücklaufe und Salben und so hole. Ist egal, wir benutzen jetzt einfach die Items. Wir werden die Route in Ruhe abgrasen, sobald ich die beiden Temtems habe. Ja, jetzt einmal unsere Flasche wieder auffüllen und unsere Temtems heilen. Salben mitnehmen. Salben mitnehmen und nochmal einen Duft. Alter, bräunlich.